So, wir kommen zum nächsten Tag. Das ist der Tagesordnungspunkt 9.5. Multimodale Anknüpfungspunkte am Stadtrand entwickeln. AfD-Fraktion, wer bringt ihn ein? Herr Lasinski, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Wenn wir die Innenstadt langfristig von starken Verkehrsströmen entlasten wollen, werden wir gerade für Berufspendler, die täglich nach Dresden fahren, Lösungen finden müssen. Eine dieser Lösungen ist der Ausbau der Park-and-Ride-Angebote an unseren Stadtgrenzen. Insbesondere in den Gebieten, wo die städtische Tarifzone der DVB endet. Gerade im Dresdner Süden, an der Stadtgrenze zu Heidenau, haben wir dort nur ein massives Defizit. Mit der Fritz-Schreiter-Straße finden wir eine Straße vor, die mit ihrem Kopfsteinpflasterbelag noch an die dunkelsten DDR-Zeiten erinnert. Einpendler, die dort auf den ÖPNV umsteigen wollen, können derzeit kaum bestenfalls straßenbegleitend parken. Wenn Berufstätige am Morgen keinen Stellplatz mehr finden, sieht man regelmäßig, wie sich dann einige umentschließen und dann doch mit dem Auto in Richtung Innenstadt fahren. Durch das straßenbegleitende Parken im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Kleinschachwitz wird dann der befahrbare Restquerschnitt der Fritz-Schreiter-Straße so reduziert, dass LKWs, die das angrenzende Gewerbegebiet erreichen wollen, Schwierigkeiten haben, dorthin zu gelangen. Der Verkehrskollaps findet nahezu täglich statt. Insgesamt kann man festhalten, dass diese Situation schon seit Jahren äußerst unbefriedigend ist. Wir haben uns deshalb Anfang des Jahres 2020 mit den Konzepten der Landeshauptstadt Dresden auseinandergesetzt und festgestellt, dass sowohl im Luftreinhalteplan von 2001, 2011 und 2017 als auch im Verkehrsentwicklungsplan von 2014 diese Maßnahme bereits enthalten ist. Eine Umsetzung zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht erfolgt ist und auch von einer Planung noch nichts zu hören war. Wir hatten daraufhin unseren Antrag hier gestellt und von der Stadtverwaltung Ende letzten Jahres erfahren, dass man ohnehin schon an der Vorplanung arbeiten würde, die Fläche für den P&R-Parkplatz auf Heidenauer Flur liegen würde und man deshalb vergebens auf die Zuarbeit von der Stadt Heidenau warten würde. Der Antrag sei daher aus Sicht der Stadtverwaltung überflüssig. Über einen Heidenauer Stadtrat fragten wir dann im Januar diesen Jahres bei der Stadtverwaltung in Heidenau an, wie denn der Sachstand zu diesem Vorhaben sei. Wir bekamen wesentlich detaillierte Antworten als hier in Dresden. Sinngemäß sagte man, dass Heidenau bereits Grundstücke für dieses Vorhaben bereithält. Jedoch wartet die Stadt Heidenau seit 2018 darauf, dass die Landeshauptstadt die Kooperationsvereinbarung für die Vorplanung unterschreibt. Kurz gesagt, seit über 3 Jahren liegt dieses für Spurbitz wichtige Projekt auf Eis, dessen Vorplanung mit 25.000 Euro einem städtischen Haushalt zu vernachlässigender Posten wäre. Konfrontiert mit diesen Antworten aus Heidenau sah sich die Verwaltung der Landeshauptstadt nun genötigt, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen, um noch vor der Sommerpause zu verkünden, dass die Kooperationsvereinbarung nun vorliege und es endlich vorwärts gehe. Aus diesem Grund empfehle man die Ablehnung dieses Antrags. Er sei nicht mehr notwendig. Nun werden sicherlich gleich einige hier die Frage aufwerfen, warum wir dann heute trotzdem diesen Antrag zur Abstimmung bringen wollen. Diese Antwort möchte ich Ihnen gerne geben. Wir als AfD-Fraktion sehen die Gefahr, dass dieses aus Sicht der Gewerbetreibenden und Anwohner in Spurbitz wichtige Projekt wieder genau in dem gleichen Aktenstapel verschwindet, in dem es zwischen 2018 und 2021 und all den Jahren davor bereits verschwunden war. Aus diesem Grund halten wir diesen Antrag aufrecht und bitten darum, den federführenden Ausschussbericht abzulehnen und gegenüber der Stadtverwaltung zu signalisieren, dass es der ausgesprochene Wille des Stadtrates ist, die Multimodalität in Dresden zu fördern, um unsere Stadt lebenswerter zu machen. Der Stadtrat hat heute hier die Möglichkeit, die Priorität dieses vergleichsweise kostengünstigen Vorhabens heraufzustufen. Und falls es gleich wieder Stadträte, beispielsweise Herr Schmidt, hier vorkommen und erklären möchten, dass dieser Beschluss egal sei, es passiert sowieso demnächst, möchte ich dann auf den AfD-Antrag zur Digitalisierung der Stadtbezirksbeiräte hinweisen. Auch dort hieß es passiere sowieso schon. Jetzt, 1,5 Jahre später, werden immer noch hunderte Seiten von Papier an sämtliche Stadtbezirksbeiräte geschickt, die eigentlich eingespart werden können. Springen Sie über den eigenen Schatten, lehnen Sie den federführenden Ausschussbericht ab und stimmen Sie unseren Antrag zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Schmidt muss die Prophezeiung erfüllen. Er hat jemals das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Es ist schon ganz spannend, wenn die Kollegen angeblich wissen, was man jetzt hier in den nächsten Minuten sagen wird.
Ich hatte nämlich eigentlich gar nicht vor, zum Thema zu reden, aber ich glaube, ich sage trotzdem ein paar Worte, wenn ich einmal jetzt hier vorne stehe. Es ist uns tatsächlich auch ein wichtiges Anliegen, dass wir die Pendlerverkehre, die in die Stadt reinkommen, irgendwie steuern. Und natürlich brauchen wir dafür auch entsprechende Möglichkeiten, wenn wir den ÖPNV, und das ist eben gerade die S-Bahn eine sinnvolle Lösung, wenn wir den entsprechend stärken wollen. Aber, Sie haben es gerade richtig gesagt, Herr Laczynski, alles, was im Antrag steht, läuft eigentlich schon. Und wenn Sie sagen, Sie haben von der Verwaltung hier falsche Antworten oder zu geringe Antworten bekommen, dann hätten Sie vielleicht mit Ihrem Fraktionskollegen, der auch Mitglied im Stadtbezirksbeirat in Prohlis ist, mal reden sollen, weil Herr Lämmerhirt hat relativ ausführlich im Stadtbezirksbeirat berichtet, auch über die Gespräche, die er bereits 2018 mit der Stadtverwaltung in Heidenau geführt hat. Insofern gibt es seit 2018 Gespräche. Wir wissen, was die Gründe sind. Das Grundstück, was Sie ursprünglich im Antrag noch suchen lassen wollten, das Grundstück befindet sich auf Heidenauer Flur. Wir sind nicht zuständig formell. Und die Stadt Heidenau hat gesagt, wenn die Stadt Dresden mitfinanzieren würde, würden sie eventuell etwas tun. Ich glaube, dass dieser Antrag trotz allem irgendwo ein Stück überflüssig ist, weil wir wissen, die Verwaltung kümmert sich. Wir werden uns am Ende bei dem Antrag jetzt bei der Abstimmung enthalten, weil wir sagen, es ist vom Grundanliegen her nachvollziehbar. Ich möchte aber an der Stelle trotzdem dem Bürgermeister vielleicht einen Punkt mit auf den Weg geben. Wir haben im Haushalt als CDU-Fraktion Planungsmittel für die dringend notwendige Sanierung des Bahnhofsvorplatzes Niedersedlitz eingestellt. Und ich glaube, das wäre viel wichtiger, dass wir da jetzt endlich vorankommen. 2022 soll die Sanierung stattfinden, oder soll zumindest die Planung entsprechend dann mal gemacht werden. Ich glaube, das ist ein Thema, was 2013, 2014 schon aufgekommen ist und seitdem immer wieder verschoben wurde. Jetzt haben wir die Planungsmittel als Fraktion in den Haushalt eingestellt und ich hoffe, dass wir dann nächstes Jahr eine Planung sehen und dass wir dann auch dort eine Möglichkeit schaffen, dass Pendler entsprechend am Bahnhofsvorplatz Niedersedlitz entsprechend ihre Autos abstellen können, weil da haben wir eine Fläche, die auf Dresdner Flur liegt und wo wir allein zuständig sind und allein handeln können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schmidt. Weitere Wortmeldungen gibt es zu diesem Tagesordnungspunkt nicht, sodass wir in das Abstimmungsverfahren eintreten können. Hier rufe ich auf den Bericht des federführenden Ausschusses. Wenn Sie diesem zustimmen, wird der Antrag inhaltlich abgelehnt. Bitte um Ihr Handzeichen für die Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Bericht des federführenden Ausschusses hat mit 29 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden.